Hi, schön, dass du wieder da bist. Okay, die Entwicklungsstufen beim freien Lernen. Also, die Sache ist, du darfst nichts mehr so machen, wie du es mal selbst gemacht hast oder wie es dir irgendjemand gesagt hat oder wie es beigebracht wurde. Also, lass es bleiben, dein Kind irgendwie irgendwo hinziehen zu wollen oder eben irgendwas ständig zu sagen. Also viele Kinder, die werden einfach total zugetextet. Das ist ein großes Thema. Und so verhalten sich auch die Kinder entsprechend. Also ich habe ja mit vielen Kindern zu tun und wir müssen ja nicht nur auf die Straße gucken. Da sehen wir ganz deutlich ja, was ist denn mit diesen Kindern los? Manche blubbern in einer Tour, die quatschen, manche sind wie kleine Erwachsene, sind aber total unruhig und so weiter und so fort. Und das ist zu viel eingeredet, zum Beispiel auf das Kind. Das funktioniert nicht, meines Erachtens nach. Oder das Kind müsste jetzt schon so und so viel sprechen können, irgendwann, keine Ahnung, nein. Als Freilerner Eltern lässt du dein Kind in Ruhe. Was nicht bedeutet, dass du es einfach irgendwo hinsetzt. Lass mal, das macht das schon. Nein, aber wenn es halt einfach spielen will, dann lässt du es einfach spielen. Und wenn es 100 Tage mit demselben Spielzeug spielt, völlig egal. Oder wenn es irgendwo drauf rumklimpert. Lass es klimpern. Lass es seine eigenen Erfahrungen machen. Also wir müssen da nicht hergehen und zum Beispiel auf dem Keyboard oder auf dem Klavier dann unbedingt sofort sagen, so, guck mal, das geht jetzt so und das ist das und das ist jetzt der Ton. Das ist es nicht. Da bringst du ihm schon wieder von außen was bei. Anders gesagt, kannst du dich hinsetzen, so wird ein Schuh draus, dass du dich hinsetzt ans Klavier und einfach spielst. Völlig egal, was du da spielst. Und das Kind wird kommen, wenn es für das Kind stimmt, wird dich beobachten, wird aus der beobachtenden Haltung heraus alles mitkriegen, was du machst. Und wird so in den Kopf sozusagen hineingebracht. Und diese Form von linearem Denken, weil das Gehirn denkt einfach linear. Quatsch, unlinear. Linear wäre ja so. Und deswegen funktioniert ja auch die Schule nicht so ganz besonders. Ne? Ja, dass da rein und da wieder rausgespuckt wird, einfach nur bla 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 bla. Deswegen schlafen die Kinder auch rein in der Schule. Mal ganz ehrlich, bist du nicht auch schon mal eingeschlafen in der Schule? Könnte sein. Brauchen wir uns nichts vormachen. Okay, also das Gehirn denkt unlinear und bunt. Und hat sich super bewährt. Wenn das Kind spielt, lernt es gleichzeitig. Und wenn das Kind tatsächlich Impulse hat, wird es sich dran setzen und auch die Töne hören und auch natürlich die Unterschiede bemerken. Und meine Tochter hat dann auch irgendwann diesen Faible gehabt und dann habe ich hier, ja, da waren wir mal irgendwo zu Besuch und dann, ja, wir waren auf einer Weihnachtsfeier von Musikleuten und dann haben wir viel musiziert und wir haben sowieso viel musiziert, wir waren immer irgendwo am Musizieren und Musik ist sowieso auch unser Ding und Bewegung. Und dann habe ich ihr ein Keyboard auch gekauft, so ein E-Klavier, damit sie da selber machen kann. Und dann hat sie angefangen, ihre eigenen Stücke zu machen, weil ich kann es nicht. Ich habe ihr dann Notenhefte gekauft. Ich kann Noten lesen, aber ich habe es einfach nur mal dahin gelegt. Und da gab es auch so Möglichkeiten mit den Fingern und mit den Buchstaben und so weiter und so fort. Sie hat sich das dann also selber zusammengesucht, aber das meiste hat sie so übers Gehör gemacht. Ja? Und dann hat sie angefangen, die Musik zu spielen, eigene Kompositionen zu machen, die waren wunderschön. Und dann hat sie die aufgenommen. Ja? Also da kannst du dann zum Beispiel auch dran erkennen, klar,
Sie hat dann irgendwann auch mal angefangen, Videos zu produzieren, weil sie hat natürlich gesehen, dass ich ein Videofreak bin. Ja, und so hat sie auch auf einmal gesagt, kann ich auch mal ein Video aufnehmen, Mama? Und sie hat ja dieses Teil hier viel schneller beherrscht als ich. Ja. Sie musste mir irgendwann erklären, wie mein Handy funktioniert. Und ich dachte, ja, woher weißt du denn das bloß alles? Ja, sie hat sich einfach damit beschäftigt und ich habe sie damit beschäftigen lassen. Also, erste Schritte sind, lass dein Kind einfach spielen, solange es will. Und natürlich die Eckpfeiler wieder beachten. Essenszeiten immer gleich bleiben, morgens, mittags, abends. Rituale am Abend. Dann habe ich natürlich auch immer, ja, verschiedene Rituale gemacht, von denen ich gleich nachher weitererzähle. Das war so mal so ein kleiner Impuls. Den habe ich zwar schon öfters gesagt, aber ich kann es einfach nicht genug wiederholen. Es ist relativ einfach und für uns doch gar nicht so leicht. Okay, brauchst du mehr Wissen, melde dich gerne. Oder ich antworte auf ein Video, wenn du mir eine Frage stellst, schreibst du einfach unter Frag Annette @ ich bin frei.de mit Bindestrich dazwischen. Danke, alles Liebe.